Leute, grüßt euch, servus, herzlich willkommen zur Mod-Map-Vorstellung. Heute stelle ich euch die Clarkson vor, und zwar vor dem Mapper MN99. Okay, ja, gut, bevor wir mal so anfangen mit dem Map, schreibt denn der Ersteller der Map folgendes. Also, herzlich willkommen in Clarkson. Das Hauptaugenmerk der Karte sind die großen und weiten Felder, um vor allem im Multiplayer die großen Maschinen an die Grenzen zu bringen. Um für jeden den Reiz zu gewährleisten, wurde die Karte jedoch auch mit kleineren bis mittelgroßen Feldern geschmückt. Okay, zwischen den anschaulichen und abwechslungsreichen Waldstücken und Ackerflächen darf auch der Wein- und Olivenanbau in Landwirtschaftssimulator 22 nicht fehlen. Daher wurde verstreut Wein- und Olivenplantagen erstellt. Das ist schon mal ordentlich. Ein Großteil der Produktionsketten wurde natürlich in die Karte integriert. Sollte dies nicht reichen, ist genügend Platz, um selbst Gebäude zu platzieren. Okay, super, gut. Ja, dann bin ich echt schier erschrocken. Ich habe auf PDA geschaut und da bin ich echt wirklich erschrocken. Schauen wir mal hin. Und zwar von diesem Feld her, das Feld 1. Wow, also das ist schon riesig, ja, muss ich echt sagen. Also man hat ja auch Gerätschaften, aber kommen wir noch dazu, große Gerätschaften. Hier, was ich lustig finde, ein Kreis, okay? Das sieht man sehr selten, aber lustig, okay? Also nicht negativ meint jetzt, also sondern echt lustig, ja. So, dann haben wir natürlich hier ein kleines Babyfeld. Und ja, es ist eigentlich immer für jeden was dabei, gell? Aber diese Felder, also dieses Feld hier, wunderbar. So, am Hof hat man da ja gleich schöne Maschinen, große Maschinen. Ja, also braucht man auch, ja. Und ich habe jetzt nicht alle Hallen durchgeschaut. Also ich sag's euch, wie es ist. Ja. Okay. Hier. Jawohl. Und da ist bestimmt noch viel mehr, auch in dieser Halle da drüben, hundertprozentig noch mehr drin. Ja, auf jeden Fall nochmal auf die PDA. Wir haben hier verschiedene Felder. Wir haben hier insgesamt 11 Felder. Also ich sehe keine höhere. Doch, 13. Ich bitte mehr oder nein? Ich bitte nicht mehr. 13 Felder haben wir. Wie gesagt, unterschiedliche Größen. Hier in der Mitte ist der Hof. Ja, dann schauen wir uns, bewegen wir uns mal zu der Tankstelle hin. Das ist dieses eine Feld, alter Schwede. Übrigens, die Lok ist sauber, ich habe geschaut. Alter, schaut euch das mal an. Wir können mal folgendes machen. Mal gehen wir mal in Flight-Modus über. Und dann gucken wir mal. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Also, ganz ehrlich, da hast du was zum Tun. Boah. Also so, wenn man das mal anschaut. So, also ja. Also da hat man ja wirklich definitiv etwas zu tun. Wir gehen mal ein bisschen schneller hoch. Ja. Das ist ein großes Feld. Das ist, ja, schaut euch mal das an. Seht ihr diesen ganz kleinen Traktor? Da unten. Da unten, das ist kleine rote. Seht ihr das? Und dann schaut euch das mal an. Der Vergleich. Jo, ordentlich. Ja, ich würde mal sagen, wenn du dieses Feld abgeerntet hast, ja, dann egal ob Männlein, Weiblein, Weiblein, Männlein, man hat danach graue Haare. Also wenn du jetzt als Jugendlicher zum Beispiel hier anfängst zu spielen, gebe ich dir Brief und Siegel, hast du spätestens, wenn du fertig bist, wenn du hinten angekommen bist, hast du graue Haare und Vollbart. Ha? Ist so. Und die Fingernägel sind 50 Meter lang. Okay. Nee, aber auf jeden Fall ordentlich. Ich bin wirklich erschrocken. Ich habe also so, was? Oh mein Gott. Ja gut, ist eine Herausforderung. Also meins wäre es jetzt nicht so voll. Ich hätte die Geduld nicht dazu. Bei so einem großen Feld. Ich muss es ganz ehrlich so sagen, ich hätte keine Geduld. Mir sind dann lieber die kleinen Felder. Wisst ihr ja schon, mag ich total gerne. Aber es gibt viele Menschen, die haben genau auf so etwas hier Bock. Und die sagen jetzt, wow, nice. Ja, Leute, wirklich nice. Also, ist schön gemacht. Ich habe mir gerade vorhin schon so ein Weinfeld angeschaut. Jetzt schwimmen wir mal runter. So. Ui. So, dann gehen wir mal auf den Hof zurück. Ja, machen wir mal hier. So, jetzt passt auf. Ja. Es gibt hier schöne Weinfelder, also so Weinberge. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo es genau war, aber da hinten irgendwo geht's hoch. Ja, da geht's hoch und da sieht man schon die ganzen
Rebstöcke genommen, glaube ich, nennt man das. Und ja, dann kann man hier Wein anpflanzen. Ja. Habe ich, ganz ehrlich, ich habe mir das so oft vorgenommen, Wein selber was mit Wein zu machen hier. Beim LS22, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen, aber vielleicht kann es ja noch werden. Gut, aber jetzt mal wieder zur Map zurück. Ansonsten so von der Map her, ja, passt sie gut aus. Ein paar Leute haben mal Kommentar geschrieben, dass die Ebenen irgendwie zu hoch sind und man mit den Maschinen nicht hochkommt. Aber ich glaube, das ist, wird ausgebessert oder ist schon ausgebessert. Weil das ist nicht die Version 1, ja. Also das ist schon ein Update. Und ja, und der Mapper, der kümmert sich da auch drum. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Schaut mal, der versteckt überall, hat er so Sachen versteckt, ja. Im Forst zum Beispiel. Ich kann ja was verraten. Also eigentlich macht man das ja nicht, was zu verraten, weil es ihr müsst euch das ja selber suchen. Aber passt auf, hier ist der Gesteinsbrecher. Da schauen wir jetzt einmal hin. Der liebe Gesteinsbrecher. Und schaut mal, wie süß das ist. Seht ihr das da? ein kleiner Babydrescher. Das ist doch geil, oder? Das ist doch nice. Finde ich cool. Also das gefällt mir. Ja, ansonsten, ich muss sagen, eine sehr schöne Map. Gefällt mir. Ist gut gemacht. Auch wenn große Felder dabei sind. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht der große Fan. Also bin nicht der Fan von großen Feldern. Trotzdem ist ja für mich auch was dabei. Ist ja kleine Felder sind ja auch dabei. Also Babyfelder. Ja, dann würde ich sagen, ja. Der Link ist unten wie immer in der Beschreibung. Ja, viel Spaß beim Zocken und lasst mich wissen, was ihr von dieser Map hält. Und lieber Mapper, wenn du dieses Video siehst, ja, hinterlass doch gerne mal einen Kommentar. Und ja, du kannst da gerne schreiben, was denn demnächst noch alles so geschieht, ob sie schon so fertig ist oder ob du sie nicht noch überarbeitest oder ob du noch irgendwas dazu baust und so weiter. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön, meine Freunde, fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl und ich bin draußen. Tschüss. Servus.